Ja, er kommt ganz belebt zurück, offenbar. Also es scheint geprickelt zu haben. Irgendwas, was wir fragen, sagen, austauschen wollt, bevor wir dann weitermachen? Ahnen? Ach so, and. Ja, dann schlage ich das nächste Kapitel auf, nämlich das Thema Komplexität und Intuition. Und ich habe mit diesem Kombinationstitel auch, stelle ich dann die Frage der Intuition eben dann auch gleich in einen größeren Zusammenhang, den wir hier ja schon öfter haben, was bei Systemikern ja auch kein Wunder ist, nämlich die Frage, wie Menschen mit Komplexität umgehen. Und trotz Milliarden Gehirnzellen, von denen wir im Prinzip nicht alle nutzen und manche noch weniger als möglich wäre, bleibt die Welt für uns aber unberechenbar, bleibt ein Abenteuer. Und das ist ja irgendwie auch schön, dass das so ist. Damit wir aber nicht verloren gehen und anfangen uns zu fürchten, weil wir uns gern eben auch verorten und orientieren wollen, wie schon gesagt, reduzieren wir Komplexität. Das schafft Orientierung, aber auch Unabsehbarkeit. Das heißt, indem wir Dinge in den Vordergrund rücken und sagen, das ist jetzt so die Welt, wie ich sie verstehe, verdecken wir natürlich ganz viele Dinge, die auch da sind, im Hintergrund und die in irgendwelchen Hintergründen sind und wir können sie dann auch nicht sehen. Was dazu führen kann, dass eben manchmal Einflüsse aus diesen unabsehbaren Hintergründen in den Vordergrund drängen und unser Bedürfnis, orientiert zu sein und zu wissen, was los ist, ordentlich durcheinander schütteln. Und das kann im Guten wie auch im Irritierenden der Fall sein. Wenn wir zu sehr die Welt fügen im Vordergrund, das ist das jungianische Prinzip, dann drängen wir Aspekte des Lebens aus unserer Ordnung hinaus und dort, wie sie für die Entfaltung der eigenen Seelen wichtig sind, also weil kommen sie aus dem Schatten an Stellen, an denen wir oft nicht auf sie vorbereitet sind, in den Vordergrund. Sie sind dann unheimlich. Also nicht länger heimlich, sondern dabei ins Licht zu kommen. Und wir empfinden sie als unheimlich dann, weil wir sie nicht gut einordnen können in das, was wir uns als Vordergrund dieser vielschichtigen und endlichen Wirklichkeit gemacht haben. Von daher ist es auch immer wieder gut, wenn zeitweilig taugliche, geordnete Vordergründe sich dann auch wieder als nicht mehr so tauglich und porös entwickeln und durchaus Durchlässigkeiten entstehen und neue Öffnungen, manchmal ohne dass man das gleich neu einsortieren kann. Das sind dann zum Teil, hat es Elemente von surrealen Collagen. Und wenn man denkt, man müsste ein ordentliches Foto haben und da ist jetzt plötzlich eine Giraffe an einer Stelle, wo eigentlich ein Kran sein sollte, irritiert das den Menschen, der darauf fokussiert ist, dass die Welt real ist. Wir arbeiten ja unter anderem mit Träumen und mit geleiteten Fantasien und Ähnlichem. Und ein Grund, warum wir das machen, ist, dass wir die Menschen stärken darin, auch mit dem Surrealen unserer Existenz umgehen zu lernen. Und da ist der Traum natürlich ein wunderschönes Medium, denn da finden wir es akzeptabel, wenn da die Giraffe anstelle des Krans ist. Wenn wir auf eine Baustelle draußen kommen und da wäre eine Giraffe statt des Krans, hätten wir einige Probleme damit. Man, in Wiesloch weniger, da haben wir ja eine große Psychiatrie. Sinn im Leben hat viel zu tun mit vielfältigen Hintergründen, die sich manchmal auf eine durchaus nicht sehr ordentliche Weise hinterlegen, einspielen
Und von daher ist es wichtig, dass wir eine gewisse Toleranz in dem surrealen Mix von Wirklichkeit haben und dass wir lernen, auch wenn wir die Collage nicht analytisch richtig auflösen können, dass die Erzählung, die durch die Collage transportiert wird, sehr wohl anzunehmen und zu verstehen lernen. Also insofern ist Traumarbeit bei uns wichtig, nicht weil wir denken, alle sollten mit Träumen arbeiten in dem professionellen Kontext, sondern weil das eine ideale Bühne ist mit den surrealen Mixturen und Abläufen von Wirklichkeiten, die zusammen keine Oberflächenlogik, aber einen Sinn ergeben, dass wir lernen, damit umzugehen. Über Traumarbeit lasse ich mich jetzt an der Stelle nicht aus. Es ist weder in der TA gibt es keinen Ansatz für Traumarbeit, also für diese Bereiche. Und ich habe auch bei ESB-Konzepten die Traumarbeit auch nur erwähnt. Was ich gemacht habe, ist in meinem letzten Durchgang, ist ja, dass ich Arbeit mit seelischen Bildern, war ja einer meiner Favorites, das ich über viele Jahre gemacht habe. Und auch das habe ich zum letzten Mal gemacht. Da hatten sich dann so viele angemeldet, dass ich zwei Durchgänge gemacht habe. Und da habe ich eine gute Audioaufnahme von beiden gemacht. Sobald dann mal ein bisschen Zeit ist, werde ich das redigieren und auch zu einer CD zusammenstellen, dass die, die mich persönlich da nicht mehr erleben konnten, dass die trotzdem reichlich Möglichkeit haben, meine Art, diese Dinge zu beschreiben und damit zu arbeiten, zumindest über ein Medium kennenzulernen. Dieses Seminar übrigens gibt es aber weiterhin, wird ausgebaut zu einem Kurzcurriculum, wie wir sagen, 3x3 Tage. Und das machen Dörte Werres und Joachim Hipp, die sich beide gut damit auskennen. Ja, Kreativität, etwas, was uns heute ja so wichtig ist. Also Schöpferkraft, Kreativität ist für mich nicht einfach irgendetwas Ungewöhnliches machen, sondern insgesamt finde ich schon, dass Kreativität zu 90% Transpiration und nur zu 10% Inspiration ist. Wenn man denkt, wie viele Leute interessante Ideen haben, aber nicht so arg viel Wirklichkeit draus wird, sollte man das nach wie vor sehen. Gleichzeitig heißt es aber, glaube ich, dass für mich gilt das ganz besonders, dass das Schöpfertum, dass man mit an der kulturellen Evolution mitwirkt, auch eine göttliche Dimension hat. Also ich halte es da so ein bisschen mit Herrn Žižek oder mit Nietzsche, der davon ausgeht, dass zumindest ein Schöpfergut tot ist, dass der Heilige Geist aber noch am Leben ist, sofern wir ihn pflegen und das schöpferische Werk der Evolution fortführen. Ich für mich habe manchmal das Gefühl, doch einen höheren Anteil zu haben, wenn ich ganz in einem schöpferischen Prozess bin. Also das sind die Momente, an denen ich am meisten einen Ich-Verlust erleide und ganz in dem bin, an dem ich mitgestalten darf aufgrund der Talente, aber natürlich auch der Anstrengungen, mit denen ich da dran gehe. Ohne Intuition, also dieses Zusammenfügen ganz komplexer Dinge zu einem sinnvollen Werk, gibt es auch keine Kreativität in einem umfassenderen Sinne. Mit Intuition bin ich natürlich in Berührung gekommen, weil ich ja sehr viel mich mit Jung auch beschäftigt habe und diese Bereiche. Aber auch Byrne hat ja, wie anfangs erwähnt, die Transaktionsanalyse entwickelt aus den Illustrationsschemata anlässlich seiner intuitiven Bilder, als er überlegt hat, wie er seine intuitiven Bilder für einen beraterischen, therapeutischen Prozess nutzbar machen kann. Und davor hat ihn einfach interessiert, was kann eigentlich ein Mensch über einen anderen wissen, ohne dass er es vernünftigerweise wirklich wissen kann. Und der, als Militärarzt, das ist die Story, er war ja deutscher Jude, Byrne Stein ursprünglich dann mal emigriert, hat dann dort den Stein weggenommen, hieß dann nur noch Byrne. Und diese Emigranten sind ja dort sofort zum Militär eingezogen worden und er als Armeepsychiater war er mit Musterung beschäftigt. Und ich stelle mir das immer so vor, eine lange Reihe nackter Männer,
die dann so auf ihn zukommen und er jedes Mal da die irgendwie untersuchen und einschätzen muss. Und weil ihnen das ein bisschen langweilig war, haben die gedacht, vielleicht, obwohl diese Menschen ja bar aller Insignien ihres Berufs sind, wenn sie so vor uns hintreten, gucken wir doch mal, ob wir erraten können, was für Berufe die haben. Und so haben sie zu ihrer persönlichen Bereicherung dann Intuitionsstudien getrieben und waren erstaunt, wie gut das geht, wie hoch die Trefferquoten sind. Also das ist die Story, die mit Burns ursprüngliche Interesse an Intuition verbunden ist. Das, was intuitiv integriert werden muss, während eine Oberfläche ja durchaus auch mit einem bewussten Verstand verstanden und gestaltet werden kann, das beschäftigt ja in einer Weise die Transaktionsanalyse von jeher, jegliche Art von tiefen Psychologie. Das ist ja, Nietzsche war auch da schon unterwegs, aber sagen wir, meist wird gesagt, seit Freud versteht man ja den Menschen, der bisher gedacht hat, er wäre Herr im eigenen Haus, als jemand, bei dem dieser Herr von Kräften, unbewussten Kräften gesteuert ist, von denen er nicht viel weiß. Und von daher ist jeder, der tiefenpsychologisch unterwegs ist, arbeitet immer mit der Leitdifferenz Vordergrund, Hintergrund, bewusst, unbewusst. Und Intuition schafft eben auch einen aktiven Zugang zu Hintergründigem. Sonst wäre man ja, was in den frühen Assoziationsexperimenten in der Psychotherapie ja gemacht wurde oder in den ganz frühen Hypnoseexperimenten, wäre man ja darauf angewiesen, was merkt der Klient selbst und das, was er mir anbietet, kann ich dann vielleicht auch zum Thema der unbewussten Hintergründe und Motivation machen. Aber wenn ich mir erlaube, meine eigene Intuition arbeiten zu lassen, dann kann ich Hintergründiges selbst in Figur bringen und dem anderen aktiv anbieten, dass er guckt, ob da vielleicht was dran ist, ob ihm das hilft in seinem eigenen Dialog zwischen Vordergrund und Hintergrund. Also Intuition schafft Zugang zu Hintergründigem. Und jetzt im TA-Schema bietet dann die Transaktionsanalyse freiere Gestaltungsmöglichkeiten, weil sie den Menschen als von problematisch mitsteuernden Hintergründen gebunden sieht. Von daher ist Freiheit mithilfe auch intuitiver Wahrnehmungen und Fokussierungen eben die Freiheit von, nämlich einem gewissen Ausgeliefertsein an Hintergründiges. Deswegen ist das Ziel der Transaktionsanalyse im Skriptbereich die Autonomie, die auf Deutsch übersetzt die Selbstbestimmtheit, was dort eben hauptsächlich wieder heißt frei von Skript. Und Skript ist wieder ein unbewusster, problematischer Lebensplan. Also insofern hilft Intuition, also die Arbeitsfigur Vordergrund und Hintergrund ist elementar in der TA und eben auch die Arbeitsfigur Hintergründiges identifizieren, um dem nicht auf problematische Weise ausgeliefert zu sein. Was die TA wenig hatte, es kam später über das freie Kind und solche Dinge rein, ist das, was in der jüngsten Psychologie sehr stark vertreten ist, dass aus dem Hintergrund, den wir letztlich auch gar nicht ganz ergründen können, ja die Hauptkräfte und Inspirationen für die Person im Vordergrund kommen, also ein sehr positives Verhältnis zu den Hinter- oder Untergründen. Und von dort kommt auch die Lebendigkeit. Insofern ist dieses Verständnis von Freiheit mehr das Freiheit zu mehr Lebendigkeit, indem ich Wege finde, Hintergründe konstruktiv einzubeziehen und Vordergründe, die schematisch und stark geworden sind, auch immer wieder durchlässig zu machen und ein Stück aufzulösen, um mich nicht zu fürchten von dem, was dann von hinten einströmt in diese vordergründige Ungeordnetheit. Also es hilft zu mehr Lebendigkeit. Das hat man gesucht, auch in der Transaktionsanalyse. Und es war ja immer auch eine sehr bunte Kultur.
nach meinem Geschmack wurde die Infantilität, die infantilen Verständnisse davon zeitweilig sehr gepflegt und überhöht, was für mich ein bisschen eine, also erstens natürlich eine Amerikanisierung im Sinne von McDonaldisierung darstellt und auch eigentlich eine, ja, ein zu kurz greifen bei der Suche nach was Richtigem, nämlich nach Tiefenschärfe im Leben. Das haben wir ja heute in der Konsum- und Spaßwelt natürlich ganz genauso. Die Amerikaner haben das ja mit Roosevelt damals auch zum politischen Programm gemacht. Staatsentwicklung durch Konsum. Und Konsum geht eben nur, wenn man immer neue Vorstellungen von Lebendigkeit und Bedürftigkeit weckt, die etwas mit Kommerz zu tun haben. Von daher ist das staatliche Entwicklungsprogramm, das ja sehr erfolgreich war, Amerika, eben auch ein Programm, also ein Wirtschaftssystem, das auf der Verflachung menschlicher Tiefenschärfe aufbaut. Das hat sich aber dann auch wieder ausgewachsen. Also man muss dann auch nicht so streng sein. Mich hat es zeitweilig genervt, wenn auf TA-Konferenzen, man hat eigentlich gedacht, man wäre am Tageshort, da alle irgendwie mit irgendeinem Daumen lutschend, Flasche trinkend, okay kuschend, Kuschen rumtragend, Kindlichkeitsembleme wie die Erstklässler am Schulranzen. Und das hielt man dann für die Befreiung von einer rigiden Erwachsenenvorstellung. Und vielleicht war das auch ein notwendiger Übergang. Als ich da jetzt nochmal Rückschau gehalten habe, habe ich gemerkt, dass ich ja auch schon 1991 geschrieben habe in diesem gelben Buch, Eric Byrne, TA der Intuition, dass TA für mich deswegen wohl wichtig war, es im Nachhinein interpretiert. Am Anfang fand ich TA einfach klasse, weil man nicht, weil man auch konzeptualisieren kann. Ich war immer auch so, mich haben immer auch Strukturen und Inhalte interessiert und eine Psychologie, die so mir arg schwammig erschien, auch weil ich von meiner emotionalen Einordnungsschwingfähigkeit nicht so besonders gut drauf war, war nicht so meine Psychologie. Ich brauchte auch ein bisschen Landkarten, mit denen ich dann gelernt habe, die anderen Dinge nachzuentwickeln. Und ihre Methoden und Konzepte haben für mich einfach Raum gelassen für schöpferisches Gestalten aufgrund intuitiver Bilder. Und man fand in diesen Kreisen auch einfach toll, wenn Menschen irgendwas eingefallen ist. Man hat auch nicht alles so arg auf die Goldwaage gelegt, was ja auch hilfreich sein kann, übergangsweise. Das Buch gibt es, glaube ich, noch, falls das jemand haben möchte. Aber sagen wir mal so, man muss schon ein bisschen näheres Interesse auch an der Geschichte haben, dass sich das lohnt, das Buch, das Gelbe, zu lesen. Sondern die wesentlichen Gedanken habe ich in dem Intuition und Professionalität haben wir da aufgenommen. Aber ich habe zumindest einen Link gefunden, der hier drin ist. Ich weiß nicht, ob der akut ist. In dem Buch Intuition und Professionalität habe ich auch eine Fantasieskizze, die ich vor vielen Jahren mal entworfen habe, ist da abgedruckt auf Seite 22 FF, um zu zeigen, was vielleicht hätte passieren können, wenn die Selbstverständlichkeiten nicht da sind. Also wie Eric Byrne die TA erfand, und da stelle ich mir vor, wie er in seinem Office sitzt und da kommt jemand rein, dem ein anderer sagt, geh mal zum Dr. Byrne, der kann dir helfen, der hat keine Ahnung, was Psychotherapie ist. Und ich versuche ein bisschen zu schildern, das ist wie eine Kulturbegegnung, ne? Kommt ein Chinese zum McDonald's oder irgendwie so, wie der zunächst in aller Unbefangenheit einfach mal da reinkommt, sich wundert, dass der Doktor ein Sofa hat für sein Mittagsschläfchen. Er hat in seinem Büro kein Sofa für sein Mittagsschläfchen. Sein Chef würde das wahrscheinlich nicht so gerne sehen. Und wie dann jede Transaktion nach und nach in ihm eine Vorstellung, in welche Wirklichkeit er wohl eingetreten ist, weckt. Und es macht ja einen Unterschied, ob der Doktor fragt, was fehlt Ihnen denn? Oder wo ist Ihr Problem? Oder ob der Doktor fragt, wie geht Ihr Leben zurzeit? Ja? Und da habe ich so
in Ansätzen einfach mal versucht, ein Stück nachzuvollziehen, wie durch Abstimmung in den ersten Sekunden, durch die ersten Transaktionen, ja nicht nur eine Aktion in einem Wirklichkeitsgefüge entsteht, sondern das Wirklichkeitsgefüge selbst entsteht auf diese Weise. Und natürlich hat in dem Fall ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Doktor durch implizite und subtile Signale dem anderen nach und nach instruiert, in welcher Welt er ist und welche Rolle er da zu spielen hat, der wird sich mit größter Wahrscheinlichkeit durchsetzen. Man kann sich schlechter, weil sein, das ist sein Platz und seine Wirklichkeitsgewohnheiten werden bestimmt ihre Magie entfalten. Das wäre ganz anders, wenn der Dr. Byrne auf einer einsamen Tahiti-Insel abgesetzt würde. Da hätte er wahrscheinlich, wenn er zu einer Stammesversammlung käme, einige Probleme daraus, eine transaktionsanalytische Selbsterfahrungsgruppe zu machen. Weil da die Magie der anderen Wirklichkeitsverständnisse dazu führt. Und möglicherweise würde da nach einiger Zeit eher im Baströckchen sitzen. Oder sie finden irgendeine Mixtur und Kombination von beidem, was dann ein sehr interessanter kulturevolutionärer Fortschritt wäre. Also wer da das ein bisschen lesen will, kann das machen, wie Byrne die TA erfand. Ich fange jetzt an bei dem ersten Aufsatz von Byrne 1949 vom Wesen der Intuition, der mir immer noch sehr gut gefällt. Byrne bezieht sich damals schon auf Carl Gustav Jung und zitiert Jung in seiner Definition von Intuition. Jung sagt, das ist diejenige psychologische Funktion, die Wahrnehmung auf unbewusste Weise vermittelt. Also es handelt sich um eine Wahrnehmung. Das ist für die, die mit dem MPI oder mit dem Typenmodell von Jung arbeiten, eine kleine Nebenbemerkung. Dort wird die Intuitionsfunktion, wie ich meine, theoretisch falsch mit Intuition bezeichnet. Aber eigentlich ist gemeint Intuition des Möglichen. Weil wenn diese Definition, und auch hier wäre gut, es würde nicht Wahrnehmung in der Definition sein, sondern Wirklichkeitsbezug. Also Jung war da auch nicht sehr konsistent in seiner Theoriebildung. Was aber hier wahrscheinlich gemeint ist und worauf Byrne sich dann bezieht, ist, dass es sich um eine Wahrnehmung handelt, also schon etwas, was in der Wirklichkeit auch präsent ist, nicht was Fantasiertes, also jetzt nicht ein Experte aus der Akasha-Chronik, es sei denn, man würde davon ausgehen, dass die Anwesende schon wahrgenommen werden kann. Und dass ich das auf unbewusste Weise wahrnehme, also aus der Werbung kennt man ja die unterschwellige Wahrnehmung, das ist dann nachher, löst bei mir Reaktionen aus, aber ich weiß nicht, dass ich es weiß, hat aber Einfluss auf das, wie ich die Situation empfinde und wie ich auf sie reagiere. Von daher, in Bezug, und es gibt bei beiden den Bezug auf Aristoteles, auf den man sich ja auf jeden Fall beziehen sollte, wenn man gebildet ist. Dort wird schon von intuitiver Induktion gesprochen. Und Aristoteles soll da so einen Dreierschritt gehabt haben, ich habe das nicht nachgelesen. Es geht um sinnlich wahrnehmen, erinnern und ordnen. In dem Erinnern liegt etwas, was später auch wichtig ist, dass natürlich jede Intuition etwas mit den bisherigen Lebenserfahrungen zu tun hat. Das hat wichtige Auswirkungen zum Beispiel auf das Verständnis professioneller Intuition. Wenn jemand professionell wenig Erfahrung hat, kann er auch einfach wenig professionell gute Intuition haben. Also wer nicht viel weiß, kann auch nicht sehr kreativ sein. Damit möchte ich von vornherein einer solchen frei flottierenden, wildwüchsigen Vorstellung, nur wenn man es nicht genau erklären kann, ist es trotzdem von Wert. Das glaube ich nicht. Was den Byrne auf jeden Fall beschäftigt hat, und er hat zum Teil schon eine Sprache, die ich eigentlich, mir war das nicht klar, als ich meine Sprache entwickelt habe, aber vielleicht habe ich es aufgegriffen, ohne es zu merken. Jetzt habe ich es wiedergefunden und denke, vielleicht habe ich es verarbeitet.
Ich habe nämlich gedacht, meine Definition von Intuition, nämlich ein Urteil über Wirklichkeit, also nicht eine Wahrnehmung, um klarzumachen, das ist ein aktiver Bedeutungsgestaltungsprozess, das wäre eine vielleicht nicht ganz erlaubte Übersetzung von Burnscher Definition und habe jetzt bei Burn aber nachgelesen, dass er ihn beschäftigt, aufgrund welcher Daten sich Menschen Urteile über Wirklichkeit bilden. Also er hat das Wort dann selbst verwendet. Er hat nicht dieses objektivierende Wahrnehmen, sondern es ist ein Konstrukt, das sich Menschen von Wirklichkeit machen. Und dann hat er noch definiert, was ein Urteil für ihn ist, nämlich ein Bild, das Wirklichkeitsbezug organisiert. Und dann sind wir ja ganz gut bei dem, wie ich das auch gefasst habe. Das, um einfach auch dem zu huldigen, was Burn am Anfang eigentlich in einer sehr weitseherischen Weise für diese Zeit, weitseherischen Weise oder auch weit intelligent rückschauenden Weise, womit er sich da beschäftigt hat. Diese Dinge sind dann einfach zunehmend ein bisschen in den Hintergrund getreten, als sie eben sehr daran waren, dieses Transaktionsanalyse zu einem eigenständigen Schulensystem auszubauen. Da sind dann einfach zum Teil etwas andere Kriterien wichtig geworden. Die pragmatische Definition von Intuition, und pragmatisch heißt immer handlungsrelevant, also nicht zu behaupten, das ist jetzt das Wesen verstanden von Intuition, sondern das ist die Art und Weise, wie ich Intuition beschreibe, die den größten Unterschied macht für die Frage, wie steuere ich mich, wie organisiere ich mein Handeln, wie verstehe ich mein Handeln. Das ist pragmatisch. Also Intuition, generell muss man unterscheiden zwischen einer Intuition, das ist das Urteil, das wird auch allgemeinsprachlich oft durcheinander gebracht. Ich habe eine Intuition, meint, ich habe eine Meinung, ein Bild, eine Idee. Also es bezieht sich auf das Ergebnis. Wenn man sagt, ja, da war ich dann schwer zur Intuition eingeladen, dann bezieht sich das eher auf den Vorgang, auf die Art, auf die Modalität, wie ich mir über Wirklichkeit Bilder mache. Diese erste Definition bezieht sich auf das Ergebnis, ist das ein Wissen, also das Ergebnis eines intuitiven Prozesses, eine Intuition, und das ist ein Wissen, das beruht auf Erfahrung, also auch da wieder. Es ist irgendwo auch wichtig, das Subjekt uns in seiner Entwicklung zu verstehen und zu verstehen, was und wie und warum so intuiert wird. Dieses Wissen wird durch Kontakt erworben, also auch da ein sehr irdischer Bezug. Er sagt, das wird irgendwie kommuniziert. Ich kann diese Kommunikation nur nicht bewusst verarbeiten. Es ist nicht so, dass ich da irgendeine Eingebung aus Sphären habe, die nicht prinzipiell erklärbar wären. Da kann man anderer Meinung sein. Ich sage jetzt nur, was Burns Verständnis war damals. Beruht also auf Erfahrung, wird durch Kontakt erworben und ich weiß manchmal, was meine Intuition ist. Zum Beispiel, das ist ein Fiesling oder oh, die interessiert sich für mich. Ich weiß aber nicht, wie ich zu dieser Intuition gekommen bin. Also ein Urteil über Wirklichkeit ohne Wissen wie und oft ohne Wissen was. Ich bin irgendwie angetan, ich weiß aber nicht, was mich so leicht macht, wenn die Dame mir begegnet. Wenn ich aber merke, dass ich anfange zu schäkern, handle ich, als ob ich wüsste, dass ich bemerkt habe, dass sie sich für mich interessiert. Wenn ich also wissen will, was ich gewusst habe, muss ich mir zugucken, wie ich reagiere, um daraus rückzuschließen, was mein Urteil über die Wirklichkeit war. Und das ist dann genau auch das, was wir in der Transaktionsanalyse üben. Wir sagen, es wird immer sofort gehandelt aufgrund einer Intuition. Und das hat was, also ich habe ja mal so eine Metapher irgendwo gebracht, die erzähle ich vielleicht kurz, das hat was damit zu tun, wie ich dass die Intuition einfach eine blitzschnelle Handlungssteuerung aus Überlebensgründen gebracht hat. Also
unser Vorfahr, schon lange her, blickt, dringt an der Quelle, richtet sich auf und sieht einen Wolf. Und jetzt gäbe es sehr viel abzuwägen bei der Frage, was machen wir nun? Ist der Wolf hungrig, ist er nicht hungrig? Wie weit ist er weg von mir oder nicht? Ist er muskulär? Kann er sich schnell bewegen oder nicht? Wie weit ist der nächste Baum entfernt? Ist der Boden, auf dem ich stehe, weich oder hart? Das heißt, wird ein Start schnell oder langsam, wenn ich es versuche? Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Ja, wenn sich das jetzt erst einer über einen Flipchart vergegenwärtigen müsste und versuchen wollte, zu einem Schluss zu kommen, dann wäre, glaube ich, ziemlich klar, wie das Rennen ausgeht. Deswegen arbeitet die Intuition, verarbeitet Beurteilungsprozesse auf den vielfältigsten Ebenen, auch die eigene Befindlichkeit, Adrenalinspiegel, tausend Dinge, von denen wir gar nicht wissen, wie der Stand ist. Und trotzdem, die Intuition kann das alles irgendwie verarbeiten und ich laufe oder laufe nicht. Und dann habe ich mich entweder geirrt oder nicht und das Ergebnis wird in diesem Fall durch Selektion oder Nicht-Selektion einem relativ schnell vor Augen geführt. Aber das macht verständlich, warum Intuition einerseits ungeheure komplexe Verarbeitungsmechanismus darstellt, dass der blitzschnell arbeitet und dass er unmittelbar in Handlung umgesetzt wird. Und wir sind jetzt natürlich erkennende Wesen. Wir wollen gern wissen, dass, was wir tun und warum wir was tun. Und es bleibt uns jetzt oft genug leider nur der Umweg, uns zuzugucken, was wir tun und daraus zu schließen, was wir, zu welchem Schluss wir vermutlich gekommen sind, dass wir so reagiert haben. Und da sind wir jetzt wieder bei den Themen der Diagnose. Das heißt, aus Selbst- und Fremdbeachtung, Beobachtung versuche ich mir klarzumachen, aufgrund welcher Urteile über Wirklichkeit ich bereits dabei bin, mich zu organisieren. Das heißt, ich merke, dass ich mit einem bestimmten Kunden, um jetzt einen sehr großen Sprung zu machen von unserem Urmenschen mit dem Wolf, mit einem bestimmten Kunden aus irgendeinem Grunde dauernd dabei bin, über Storno-Bedingungen nachzudenken. Mehr als bei anderen Kunden. Der mir aber bisher eigentlich recht koscher schien. Und da kann ich jetzt mich beobachten und sagen, es ist eigentlich komisch, warum beschäftige ich mich Storno gerade mit dem dauernd? Und dann merke ich, es liegt daran, dass irgendetwas mich veranlasst, dem nicht zu trauen. Das heißt, ich komme im Rückschluss meinem intuitiv gefällten Urteil, das mag richtig oder falsch sein, auf die Schliche. Wenn ich das nicht tue und einfach weiter aufgrund meines intuitiven Urteils handle, ist das prima, wenn es richtig ist. Und kann mir den Auftrag vermasseln, wenn es falsch ist, weil mich der Kunde irgendwann mal fragt, sagen Sie mal, sind Sie in Storno ausgebildet oder in Beratung? Und das war es dann. Und dann kann es sein, dass ich nachträglich feststelle, ich habe bestimmte Hinweise bei mir gewohnheitsmäßig intuitiv verarbeitet zu, der ist nicht zuverlässig. Und das habe ich direkt in Handlung umgesetzt und damit habe ich eine Wirklichkeit geschaffen, auf die der andere dann reagiert hat. Byrne hat das auch schon etwas definiert, was sich dann später in unserem Dialogmodell der Kommunikation ja bildlich ausdrückt. Die intuitive Funktion ist Teil von Wahrnehmungsvorgängen, die in integrierter Weise über wie unter der Bewusstseinsebene wirken, je nach Umständen mit wechselndem Schwerpunkt. Also Byrne hat schon damals eigentlich sehr gut definiert, dass Intuition keine Sache eines mystischen Unbewussten ist, sondern dass das etwas ist, wo bewusste Steuerungsvorgänge und unbewusste Steuerungsvorgänge interaktiv und integrativ arbeiten, weil sie organisieren ein Verhalten. Ich kann mich nicht so verhalten aufgrund meiner bewussten Einschätzung und so verhalten aufgrund meiner unbewussten Einschätzung. Kann ich probieren, gibt ein paar Irritationen beim Gegenüber. Und zwar je nach Umständen, Kontext, situationsbedingt, das ist auch nicht
naturwüchsig irgendwie mit wechselndem Schwerpunkt. Also da immer auch die Frage, wo liegt der Fokus drauf? Und er hat damals schon ein Kriterium für Professionalität formuliert. Er sagt nämlich, diese Prüffunktion der Situation, die wandert unter die Bewusstseinsebene und arbeitet integrativ statt additiv. Also klar gesagt, zur Professionalität gehört, dass ich nicht den kleinen Taschenrechner brauche, um mir eine Meinung zu bilden, sondern dass ich so oft das geübt habe, dass es in die automatische professionelle Intuition abgesunken ist und dort auch nicht isoliert vor sich hin arbeitet, sondern sich integriert mit den ganz vielen anderen Steuerungsvorgängen. Ich glaube, so viel anders würden wir das im Curriculum heute bei uns auch nicht beschreiben. Wir heben das zeitweilig in die bewusste Betrachtung, Aspekte davon, um sie zu üben, zu läutern, zu klären, ob das stimmt oder nicht, welche Neigung ich habe, ob ich die richtige Wirklichkeits- und Rollenebene erwische. Und anhand dieser Beispiele programmiert sich unsere Intuition, aber wir erwarten nicht, dass wir uns da jedes Mal künftig Gedanken machen, sondern wir erwarten, dass das künftig automatisch funktioniert, dass uns automatisch die richtigen Modelle einfallen, dass uns automatisch einfällt, wen wir als erstes in einem Gruppeninterview ansprechen müssen. Automatisch heißt aber nicht, es ist irgendwo da, sondern es muss auch mal bewusst programmiert worden sein und kann dann auch wieder ins Unbewusste funktionieren, absinken. Ich sage manchmal, das ist so ein bisschen wie am Schleudertraining. Speziell, wenn es etwas gibt, was nicht durch unsere Instinkte richtig gesteuert ist, was ja in der heutigen Gesellschaft vieles ja nicht mehr so einfach geht. Ich lerne, dass wenn ich bei Glatteis dann auf was zufahre, wo ich instinktiv auf die Bremse drücke, weil ich es nicht schnell haben möchte, lerne ich bewusst, dass ich da loslasse, um das Auto wieder steuerungsfähig zu machen. Wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das automatisch entgegen meiner biologischen Reflexe intuitiv aktiviert, wenn dann mal die Unfallsituation da ist, relativ hoch. Wolltest du was? Also Byrne 1952, 49, also über 50 Jahre her. Und er beschäftigt sich an einer Stelle auch mit der Schrittmacherfunktion der beiden Instanzen, die zusammen Urteilsbildung hervorrufen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was daran jetzt Byrne ist und was ich selbst in meiner Sprache hinzugefügt habe. Mir ist es nur wichtig, weil Intuition oft mystifiziert wird. Das ist auch ein Problem der jungschen Psychologie. Ne? Da wird dann von archetypischem Funktionieren und solchen Sachen, was die Menschen ja sehr fasziniert, geredet. Und die suchen die Weisheit künftig in der Anbetung von unbewussten Inhalten. Aber das hat uns ja der Carlos Castaneda schon gesagt. Einige werden den noch kennen mit seinen Büchern Reise nach Ixtlan und ähnliches. Der hat ja dort diese Welt des Erklärbaren, die Welt des Unerklärbaren mit Tronachal und Nakuahal oder wie sich das ausspricht. Und der hat schon immer gesagt, die Weisheitsfunktion entsteht durch den Wächter an der Grenze. Und Jung hat das auch immer schon gesagt, dass etwas unbewusst ist, ist kein Gütekriterium, sondern Gütekriterium ist der kritische Dialog zwischen Bewusstsein und Unbewusstsein. Weil der Psychotiker ist unbewusst genug, aber der verfällt dem. Der kann nicht in einem kritischen, fruchtbaren Dialog damit sein. Und das Gleiche gilt für den Umgang mit Intuition. Wenn jemand immer sagt, ich habe so die Intuition und weil ich es nicht erklären kann, ist es bestimmt wahr, der qualifiziert sich nicht besonders, sondern der verfällt irgendeinem magischen Denken, das nicht unbedingt nur Falsches zum Inhalt haben kann, aber er lernt das nicht adäquat in Rollen, Aufgaben und Funktionen und Beiträge zur Gesellschaft umzumünzen. Es behält eine Wildwüchsigkeit und ohne eine gewisse Enkulturierung bleibt es dann von zweifelhaftem gesellschaftlichem und kulturellem Wert. Also schlechte Nachricht, auch intuitiv Begabte müssen an sich arbeiten.
Also ich finde in dem Zusammenhang auch immer sehr interessant das ganze Phänomen mit Wahrsagerei. Kannst du da, ist es... Dazu, ich halte mich lieber jetzt in dem Bereich auf, zu dem ich sinnvollerweise was sagen kann. Mir geht es mit dem ganzen anderen Bereich so, dass ich immer wieder ganz erstaunliche Dinge höre und mir manche auch durchaus nicht von vornherein verrückt vorkommen. Dummerweise findet das nie statt, wenn ich da bin, sondern es wird mir immer erzählt, sodass ich immer in einem Beurteilungsnotstand bin, ob ich das auch so wahrgenommen hätte. Ich scheine irgendwie Phänomene, die andere in der Hinsicht total begeistern, zu vertreiben. Ich war mal vor kurzem bei einem Seminar einer Schülerin von Felicitas Goodman, die mit diesen Körperstellungen und diesen Trance-Reisen arbeitet, wo man archaische Sphären sucht und da wird getrommelt und Pfeife geraucht und gesungen und all das. Und normalerweise gibt es da immer irgendwelche Leute, die also wirklich plausible, außerirdische oder sonstige Erfahrungen machen. Aber als ich da war, wahrscheinlich lag es an mir, ich fürchte das. Also ich bin da offen, aber also im Jungianischen, ich halte mich daran, wenn ich persönlich solche Erfahrungen mache und sie ergreifen mich, dann nehme ich die Ergriffenheit als ein seelisches Phänomen. Ich finde es gar nicht wichtig zu sagen, ob das jetzt was Reales ist oder nicht. Das überlasse ich jedem selbst. Also Byrne spricht eben auch schon, dass es eine unwillkürliche Schrittmacherfunktion in diesem Duo willkürlich-unwillkürlich gibt und dass das auch in Ordnung sein kann und das Willkürliche kann folgen und dem Formen geben, was oft notwendig ist, es auf die richtige Wirklichkeitsebene heben und so weiter, kann aber, wenn man weiß, in dem Bereich kann ich mich auf das, was mir einfach irgendwie einfällt, ganz gut verlassen, ist natürlich auch eine sehr bequeme Arbeitsweise. Also das Willkürliche betätigt sich dann als Sachverwalter und Supervisor. Und die wirkliche Arbeit, weil die auch viel mit Komplexität viel leichter umgehen kann, macht dann die Intuition. Das ist ein tolles Arbeiten, jeder kennt das zuweilen. Traumwandlerisch. Aber es kann auch durchaus umgekehrt gehen, nämlich dass ich einfach durch eine solide, willkürliche Wirklichkeitskonstruktion, eine Situation schaffe, die die Wahrscheinlichkeit, dass unwillkürlich Gutes hineinwächst, erhöht. Also die Schrittmacherfunktion kann von einer soliden Handwerklichkeit ausgehen, von einer anständigen Haltung im Beruf, von einem Lernen von angemessenen Erwartungen, dass man aber auch von einer Offenheit mit dem, was sich dann ergibt, was zu machen, aber auch mit einer Geduld, wenn sich nicht viel ergibt, halt nicht meinen, man kann trotzdem was machen. Ich verwende da oft die Segelmetapher. Professionell gut arbeiten ist wie Segeln. Man muss schon segeln können, aber den Wind kann man nicht machen.